Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Xenoverse hier aus dieser Höhle. Oh, falsche Richtung. ja. Wir schauen mal, dass wir heute schnell durch die Höhle durchgehen, weil ich hasse Höhlen, wie wir alle wissen. Ach ey, hätte ich jemand heilen sollen? Vielleicht. Okay. Oh, One-Hit ist sehr schön. Eine Höhle voller Dickda, das ist echt, also... Das muss eigentlich nicht sein, ne? Habe ich denn was zum Heilen, was Schönes? Ich habe Tränke. Was hältst du davon, wenn ich dir einen Trank gebe? Gar nichts anscheinend. Okay. Dann haben wir da einen kleinen Stein. Auch sehr schön, aber nein, danke. Alle zwei Schritte Pokémon. Das ist schön. Oh, es ist wieder ein Kleinstein. Aber diesmal ist es sogar schwächer als das erste Kleinstein. Perfekt, so hatte ich mir das vorgestellt. Was ist das? Excalibolt. Oh nein, warum existiert es? Okay. Oh. Aha. Freundchen. Pokebälle. Pokeball, go! Na? Ja, Excalibolt. Also dafür bist du definitiv nicht cool genug. Kann ich währenddessen schon meine Namensliste suchen? Die irgendwas sein muss. Nein, kann ich nicht, weil dann das Spiel stoppt. Okay. Namensliste, wo ist es denn? Ist schon wieder ausgebrochen. Ich habe das gehört. Auch wenn ich gerade suche nach Namen. Hier, hier ist die Namensliste. Ich habe gehört, dass du ausgebrochen bist. Den Sound erkenne ich. Kann ich... Ich kann es verwirren und dann macht es sich selbst K.O. Das bringt leider gar nichts. Okay. Dann setzen wir mal einen Superball ein. Auch wenn ich das eigentlich an so einem Ding nicht verschwenden will. Sei fein. Okay. Ich bin schon gespannt, ob davon noch ein paar Entwicklungen auftauchen. Was für Entwicklungen? Oh ja, erstmal Level Up. Es ist Stein und Fee? Okay. Oh, es ist hingefallen. Oh. Spitzname. So. Und weg damit. Oh, hi. Dich habe ich nicht gesehen. Guck dir den seltenen Stein an, den ich gefunden habe. Okay. Goliath heißt er. Es ist, das ist kein seltener Stein. Das ist ein Pokémon, zuerst mal. Und ich glaube, es ist nicht nett, Pokémon als Steine zu bezeichnen. Weil sie sind ja Pokémon. Auch wenn sie aussehen wie Steine. Aber trotzdem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nett ist. Ach, hey. Nervige Fähigkeit. Nervige Fähigkeit. Level 25 ist vor allem sehr beeindruckend. Was kommt hier noch? Das Stimme ist, dass er doch safe hat, das Robustheit. Ich will aber auch nicht heilen gehen, das ist so weit weg. Oh, ja. Das hätte er einfach nicht treffen können. Oh, Fokusband, Fokusband. Fokusband. Fokusband hat tatsächlich mal was gemacht. Das ist ja krass. Ich habe das nur so drauf gemacht, weil ich nichts Besseres hatte, aber... Glück gehabt. Hat das Fokusband gut gemacht. Hätte ich nicht erwartet von ihm. Also, dass Fokusband einmal wirklich hilft, also beeindruckend. Normalerweise macht das Fokusband bei mir nämlich nie was. Ich weiß auch gar nicht, in welche Richtung ich gerade muss, ehrlich gesagt. Und mir gehen die ganzen Pokémon hier ein bisschen auf die Nerven, muss ich ehrlich sagen. Es gibt schon einen Grund, warum ich Höhlen nicht mag. Einen sehr guten Grund. Nämlich Höhlen. Okay.
Hi, Hipster. Hipster, dein Reitschuh. Okay. Was machst du mit dem Reitschuh hier in der Höhle, wo lauter Gestalts-Pokémon sind? Das scheint mir irgendwie dumm zu sein. Ich weiß gar nicht, wen ich jetzt gegen das Raichu einsetzen soll. Mein armes, verbranntes Wügelchen. Oh, wow. Donner. Und mal Stahlflügel. Oh, ich glaube, das war's. Ja, gut. Dann bringen wir jetzt aber einen sicher rein. Mein lieben Starter. Mach mal Feuerzahn. Oh nein, warte, du bist... Oh nein, es trifft mit dem Donner. Oh nein. Oh, warum vergesse ich das nur immer, dass ich Sound bin? Mann. Das muss ja echt nicht sein. Was haben wir denn hier Schönes? Ah ja, die Flinkklaue mal wieder. Sehr schön. Feines Vögelchen aus Papier. Du machst dich gut, muss ich sagen. Du machst dich gut. Wenn ich nur ein Fluchtseil hätte. Ich würde auch gern hier raus. Aber ich weiß halt immer nicht, ob da nicht um die Ecke der Ausgang ist, wo ich dann direkt in die nächste Stadt zum Heilen komme. Man weiß es halt nicht. Das ist das Gemeine. Und meistens geht man zurück, wenn man als nächstes heilen könnte. Ach du. Aus dem Weg. Wie lang ist die Höhle? Kann mir das einer sagen? Ist sie noch sehr lang? Ich habe keine Lust mehr auf Höhlen irgendwie. Hier ist ein Item. Oh nein, ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Oh nein, ich bin falsch gelaufen. Mist, okay. Auf Wiedersehen. Ist das wenigstens ein gutes Item? Ja, okay, Finsterstein. Gut, die sind selten. Oh nein. Oh nein. Bitte mach mich nicht fertig. Ich will doch nur heilen gehen. Oh je. War das nicht Psycho irgendwas? Jo, okay. Nee, das Risiko will ich nicht eingehen. Das ist mein bestes Pokémon hier in der Höhle. Wir wechseln dann mal. Spinni besser nicht, wenn das wirklich Psycho-Unlicht... War das Psycho-Unlicht? Ich glaube, oder? Oh ja, schön. Erstmal den Psy-Strahl abgewehrt. So muss das sein. Sehr schön. Ah, trotzdem bin ich in dieser blöden Höhle immer noch. Gut. Vor allem bin ich hier für immer, weil ich die Hälfte der Zeit damit verbringe, vor Pokémon zu fliehen. Ich hasse Höhlen. Meine Wut gegen Zubat ist plötzlich wieder da, die ich schon lange nicht mehr hatte. Und Dick da. Jetzt bin ich mal ein großes Stück gekommen. Ach, Höhlen sind einfach Mist. Bei Gras kannst du wenigstens versuchen. Ja. Dann halt nicht. Tschüss, Dickter. Ich hoffe, das war es wert, mir einen Angriffspunkt zu klauen. Oh, da geht's nicht. Mist. Habe ich wertvolle Schritte vertan, ein Onix. Onix, nein, danke. Ich komme im Moment aber auch echt nicht vorwärts, oder? Und dadurch, dass das die ganze Zeit Dickter sind... Habe ich auch ständig irgendwelche Pokémon, vor denen ich gar nicht erst fliehen kann. Bitte lass mich endlich durch sein. Oh cool, ein Stahlobor. Ja. Fast ein Stahlobor, ein Rotomurf. Ein fast Stahlobor. In Zukunft dann mal Stahlobor. Komme ich ja auch nicht weiter. Diese Höhle ist das Nervigste, was ich bisher in dem Spiel machen musste. Also mit großem Abstand. Oh, da ist schon wieder nur ein Item. Nein. Die nächste... Oh, das nächste Dickter. Heute ist ein guter Tag. Na, seid ihr heute auch so positiv? Yay. Höhlen. Höhlio.
Ich habe das Gefühl, ich habe nichts gemacht, außer im Kreis zu rennen heute. Wow. Das sind immer die Folgen, da fühlt man sich besonders produktiv. Oh, cool, Stolunia. Nein, danke. Nein. Nicht du. Nicht Excalibur. Das ist doch echt nicht normal, oder? Okay. Ich hab Spaß und ihr so habt ihr auch Spaß. Haben wir alle Spaß zu sehen, wie ich mich über Höhlen aufrege? Seid ihr gut in den Tag gestartet, dank meinem sich über die Höhlen aufregen? Ich hoffe. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in den Tag mit so viel Negativität. Yay! Hi. Ah, was? Was hat er gesagt? Okay. Okay, er sagt nur interessante Steine. Okay. Ja! Dankeschön. Wahrscheinlich steht hier irgendwo eine Schwester Joy. Hi. Mein Kollege wurde von Kriminellen gefangen genommen. Bitte, du musst ihm helfen. Oh, ich hasse Höhlen. Aber wenigstens passiert langsam mal was Interessantes. Oh cool, der hat auch noch Hoverboard. Es gibt keine Geschwindigkeitslimits. Ja, so schnell ist das Ding auch nicht. Ein Riolo. Süß. Ach schön, wieder mit vollgeheilten Pokémon. Da geht man doch gleich viel positiver ran. Hey. Nicht boosten, ne? Boosten ist illegal. Hat er noch mehr Pokémon? Ein Onix. Nee, wir bleiben mal drin. Auch wenn das sicher Robustheit hat und mit einem KP überlebt. Natürlich. So, du bist jetzt verflucht. Dafür, dass du mit Robustheit überlebt hast. Ich hoffe, das war dir eine Lehre. So. Na schön. Level up, level up, level up. Alle kriegen Level ups durch das Onix. Okay. Ich denke, wir machen dafür Druckschlag weg. Das geht auch ohne. Wir können auch ohne Pokémon fangen, ohne Druckschlag. Ich bin ja nicht überlevelt oder so. Rotomorph. Danke. Nein, danke. Hier vorne komme ich nicht weiter, weil ich keine Stärke habe. Ein Sternstück, okay. Bin ich jetzt aus Versehen in die richtige Richtung gefahren? Ich dachte, egal. Ich erkunde ja gern alles, auch wenn es Höhlen sind und das mega ätzend ist, in Höhlen zu erkunden, wenn man nicht 100-mal Schutz dabei hat. Stolunia! Wie schön, dass du hier bist. Ach, guck mal. Unsere besten Freunde. Team Dimension. Was machen die denn hier? Hey. Er lässt mich nicht an das Item ran. Oha. Oh, die kann man hier wild fangen. Gucken wir mal, ob wir es geschwächt bekommen. Oh ja. Nochmal. Und dann sollte das ja eigentlich gehen. Sehr schön. Das ist ein cooles Pokémon. Das sieht ein bisschen aus wie Gengar, weil es das Gesicht von Gengar hat. Logischerweise. Na? Eins, zwei, drei und ja. Das ist doch mal ein kooperatives Pokémon. Und es ist nicht mal ein Stein. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für ein Typ ist. Ich habe ja mal gerätselt.
Stahl und Gift, es ist einfach ganz was anderes, als ich dachte. Okay. Okay, gut. Sehr interessant. Cooles Pokémon. Stahl und Gift, coole Kombination. Die haben sehr viele coole Typ-Kombinationen hier, muss ich sagen. Ah, da sind noch mehr. Von unseren Freunden von Team Dimension. Nein, danke. Stein. Lass nämlich durch. Da hinten ist es gefährlich. Geh nicht weiter. Warte. Machen wir da hinten nicht illegale Forschung? Oh Mann. Jetzt hast du uns verraten. Wir werden dich mit einem Kampf zum Schweigen bringen. Zwei gegen einer. Keine Chance. Bewegt euch nicht. Ach, unser Freund Kai. Miri, ich habe gesehen, dass du hergekommen bist. Also bin ich hinterher gerannt. Du hast hier wohl Probleme. Brauchst du etwas Hilfe gegen die zwei? Los geht's. Yay. Kai. Auf geht's. Doppelkampf. Ich hätte den zwar auch allein geschafft, aber wenn Kai meint. Oh, wow. Hey, ich dachte, ich brauche Hilfe. Hä? Hä, warte, ist das nicht mein Vogel? Doch, das ist doch mein Vogel. Ich bin gerade so verwirrt. Ich dachte, wir machen Doppelkampf. Nein, das ist sein Vogel. Er hat einfach den gleichen... Okay, es ist verwirrend. Dass er jetzt durch Zufall der Vogel auch da war, der ja bei mir auch an der Stelle steht. Okay. Oh nein! Oh. Warum? Ich denke immer, ich bin nur Feuer, weil Starter normalerweise nur Feuer sind. Das irritiert mich aber ganz schön. Autsch. Feuerzahn und weg damit. Sehr schön. Vögelchen, kriegst du den anderen hin? Das wäre schön. Vielleicht greift er den Vogel an, weil der ist ja auch Flug. Das wäre... Oh. Ich fühle mich rausgefokust. Habe ich überlebt? Ja, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, aber cool. Swagger willst du lernen? Nee, nee, wir lernen nicht Swagger. So. Oh, Hundemon. Cool. Und? Golbat. Wir wechseln dann mal wieder. Oh, aber auf wen? Auf wen wechseln wir? Das ist die Frage. Guck mal, jetzt stehen da zwei Vögel. Ist das nicht schön? Sein Vogel ist sogar ein Level stärker. Wenigstens ist meiner nicht paralysiert. Fies. Ja, bis. Gut, dass ich nicht den Hai eingewechselt habe, was ich mir zuerst überlegt hatte. So. Nein, das war der falsche. Och, man sieht das aber auch so schlecht hier. Wie man im Doppelkampf angreift. Ja, dann eben gegen das kleine Hunduster. Das hat es sicher auch verdient. Autsch. Machst du auch was? Greifst du das Golbat wenigstens an? Hast du dich wenigstens nicht verdrückt? Okay, gut. Er greift auch das Hunduster. Was? So. Okay, gut. Anscheinend war das die größere Gefahr. Hat mein Freund Kai auch erkannt. Deswegen haben wir das gemeinschaftlich ausgerottet. Oh, es ist schneller. Ja, es hat gecrittet, okay. Ohne Crit hätte ich vielleicht überlebt. Vielleicht. Oh, er trifft sogar beide damit. Das ist gemein. Tut mir leid, Vögelchen, der Kumpel von Vögelchen ist leider weg. Zu zweit hätten wir das Ding jetzt besiegt gehabt. Das ist natürlich gemein. So. Hier kannst du meine Spinne sehen. Sie ist krass. Sie ist jetzt sogar Level 30.
Sehr schön. Auf Wiedersehen. Das war hoffentlich das letzte Pokémon. So, sehr schön. Ja, Fehler. Tut mir leid. Ihr könnt durch, aber bitte lasst uns in Ruhe. Oh. Machen wir noch mehr Doppelkämpfe? Ach, herrje. Okay. Das ist interessant. Team der Menschen in der Höhle. Was haben sie hier Illegales vor? Man weiß es nicht. Darf ich denn jetzt alleine kämpfen? Oh, Doppelkämpfe ziehen sich immer so. Na gut. Ich sehe schon, das eine ist ein Geist. Nein, das wollte ich nicht einsetzen. Mit dem mache ich mal eben kurzen Prozess, nicht wahr? Also über zwei Runden kurz. Ich hoffe, du hast vor, das Golbat anzugreifen. Bitte greif das Golbat an. Um Himmels Willen, ey. Wow. Warum greifst du denn nicht das Pokémon an, gegen das du einen Vorteil hast mit deiner Attacke? Hä? Warum paralysierst du das? Wir haben das doch in zwei Schlägen down. Oh mein. Kai, ich hasse Doppelkämpfe mit Rivalen. Die sind so dumm wie Brot. Tschüss. So macht man das. Wenn man effektiv ist, dann greift man auch das Pokémon an, gegen das man effektiv ist und nicht das andere, das gerade der Mitspieler angreift, der nämlich sehr effektiv dagegen ist. So. Mit diesem erfolgreichen Kampf, Leute, beenden wir die Folge hier, würde ich sagen. Und sehen morgen, wie es weitergeht. Bis dahin, macht es gut und tschüss.